Gruselserie. Folge 7. Mondera im Todesgriff der Würgepflanze. Ein Hörspiel von Europa. Nächtliche Todesschreie in einer Seniorenresidenz. Einbildung oder Realität? Eine alte Mitbewohnerin löst sich scheinbar in Luft auf und hinterlässt einen schaurigen Fund. Wieder einmal ist Hattie Millers Scharfsinn gefragt. Gemeinsam mit ihrem Mann Henry begibt sie sich auf Spurensuche und begegnet dem unfassbaren Grauen. Mondera. Dieser verdammte Regen. Ich kann kaum die Straße erkennen. Ach, du weißt, wie sehr ich das Autofahren bei Dunkelheit hasse, Henry. Dafür machst du das aber ausgezeichnet, Hattie. Du lenkst den Wagen wie eine junge Göttin. Ja, ja, spotte nur. Aber wenn du auf der Party nicht so viel getrunken hättest, säße ich jetzt auf dem Beifahrersitz und könnte dumme Sprüche über dich reißen. Ich habe mich bei deinem Stammtisch ab 70 Freundinnen so gelangweilt, dass ich den öden Abend nur mit einigen Whiskys ertragen konnte. Aber du musstest ja so viel mit Helena plappern, dass dir noch nicht mal die Gelegenheit blieb, ein Glas auch nur anzurühren. Wir haben nicht geplappert, sondern eine lebhafte Debatte über Helenas Ehemann geführt. Wenn du wüsstest, was der sich beim letzten Bingo-Abend erlaubt hat, ich könnte vor Scham in den Boden versinken. Und ganz nebenbei, ich habe heute Abend sehr wohl etwas getrunken, allerdings nur Mineralwasser, weil du dich ja wieder mal nicht zurückhalten konntest. Ach, du hast vielleicht eine Fahne. Die ganzen Scheiben sind davon beschlagen. Ja, eben weil du zu viel plapperst, mein Schmusepüppchen. Dein Atem. Oh. Mann, mach mich einen sitzen. Ich muss dringend ins Bett. Wir sind ja gleich zu Hause. Verdammt, wie ist denn der Schalter für die Lüftung? Du bist mir ja eine großartige Hilfe, Henry. Mach doch mal das Handschuhfach auf. Ich brauche einen Lappen oder einen Schwamm. Also, ich kann noch hervorragend gucken, habe Augen wie ein Adler und, oh Mann, ich sehe schon weiße Mäuse im Nachthemd. Da, vor uns, auf der Fahrbahn. Geht's noch, Henry? Du solltest besser... Bremsen! Himmel, um ein Haar hättest du die Frau überfahren. Ist die wahnsinnig geworden? Sie steht mitten auf der Straße. Meinst du nicht, dass wir uns um sie kümmern sollten? Na, du zuerst, Henry. Ich packe den Wagen dort drüben auf der Einfahrt, bevor uns noch jemand drauf fährt. Los jetzt. Ja, 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 doch. Ja. So helfen Sie mir doch! Langsam. Lady, langsam. Ich kann mich ja selbst kaum auf den Beinen halten. Sie ist tot. Casey ist tot. Kommen Sie von der Straße, Madame. Wir hätten Sie beinahe überfahren. Nein! Nein, ich gehe nicht zurück. Die Pfleger glauben mir nicht. Sie wollen mich mit Tabletten ruhig stellen, weil es niemand wissen darf. Sind Sie verletzt? Ich konnte gerade noch bremsen. Und ich glaube, sie ist betrunken, Hattie. Sie stammelt so merkwürdiges Zeug. Lass mich das machen, Henry.
Wo kommen Sie denn her, gute Frau? Sie werden sich in dem Nachthemd noch den Tod holen. Ich begleite Sie wieder nach Hause und dann... Nein! Nur über meine Leiche. Bringen Sie mich hier weg. Bitte bringen Sie mich weg von hier. Wir sollten dringend Hilfe rufen. Die Rettung naht schon. Sieh doch, da eilen Männer aus der Pension. Hierher! Hier sind wir! Nein, nein, nicht! Ganz ruhig. Ihnen wird nichts geschehen. Ich werde Sie beschützen. Und du, Henry, setz dich sofort wieder ins Auto und bleibst dort, bis ich zurück bin. Zurück bist? Ja, aber ich... Nun mach schon. Du bist zu betrunken und wirst uns nur Ärger machen. Zisch ab, los jetzt! Naja, ja. Ich verstehe. Mrs. Cooper, wir haben Sie schon überall gesucht. Haben Sie eine Ahnung, wie gefährlich es hier draußen ist? Sie kommen jetzt mit uns und legen sich ganz brav wieder ins Bett. Fassen Sie mich nicht an. Verstehe, Sie weigern sich. Jeff, pack mit an. So geht das nicht, die jungen Herren. Noch nie etwas von Respekt vor alten Menschen gehört? Ich muss mich doch sehr wundern. Wer sind Sie denn? Ich bin Hattie Miller und wohne in unmittelbarer Nähe dieser Seniorenresidenz. Was ist hier vorgefallen? Casey wurde getötet. In unserem Zimmer. Ich konnte ihre Todesschreie hören. Aber alle denken, dass ich verrückt bin. Glauben Sie ihr kein Wort, Madame? Ach nein. Ein Fall von Demenz. So drastisch würde ich es nicht ausdrücken. Eher ein alltäglicher Routinefall. Ein Routinefall? Kommen Sie jetzt mit, Mrs. Cooper, oder müssen wir wieder... Sie wird freiwillig mitgehen, aber ich werde Sie begleiten. Nein, nein, ich gehe nicht zurück. Helfen Sie mir, ich flehe Sie an. Seien Sie unbesorgt. Wir werden der Sache da drinnen auf den Grund gehen. Und ich verspreche Ihnen, dass ich so lange an Ihrer Seite bleibe, bis alles geklärt ist.